liebe Leute, heute geht's endlich weiter mit Dilemmo. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, weil wir einfach so krass viele stressige Tage in letzter Zeit hatten. Dazu noch unser Event in Hannover und, was soll ich erzählen? Hat alles länger gedauert als gedacht. Mir war auch bewusst, als ich das Auto zerlegt habe, in dem letzten Video habe ich ja schon angedeutet, dass das auf jeden Fall eine größere Baustelle wird, weil es einfach so viele kleine Punkte gibt, die ich in dem Moment angehen will und angegangen bin. Jetzt möchte ich euch heute auf jeden Fall gerne einfach kurz den Fortschritt vorstellen, weil jetzt geht es wieder an den Zusammenbau und ich denke mal, das Auto sollte so in der Woche wieder laufen. Wir fangen mal an, einfach im Innenraum. So. Erstmal vorweg, das Auto war komplett zerlegt. Am Ende habe ich es dann doch wieder so vernünftig gemacht, wie es sich auch gehört. Das Auto ist mir einfach so wichtig, dass ich dann doch immer lieber 1, 2, 3 Wochen mehr investiere und es am Ende geil wird. Das heißt, wir hatten komplett den Teppich raus, wir hatten komplett den Gebläsekasten raus. Da komme ich gleich nochmal drauf zu, warum. Und wir haben alle Matten rausgemacht, haben alles nochmal lackiert. Wenn man jetzt von hinten schön reinguckt, sieht man warum. Mir ist dieses Auto einfach so, ja, das muss einfach, falls doch mal einer die Matte hochlehnt, muss das halt einfach geil aussehen. Jetzt ist alles schön in schwarz. Wundert euch nicht, dass es matt ist, das ist ab Werk auch so. Ab Werk sind die Autos von innen immer nur mit Basislack, ohne Klarlack. Und jetzt ist es farblich angepasst und ich denke, das Ergebnis ist auf jeden Fall geil. Ihr seht, jede Menge Alcantara und Leder ist nämlich schon wieder reingekommen. Ich habe nämlich jetzt beim Zusammenbau, habe ich wirklich Teil für Teil mal durchgewogen, was ich hier eigentlich so reinbaue. Und es ist wirklich leider erschreckend, was die einzelnen Sachen wiegen. Da kommt richtig was zusammen. Ich behaupte mal, zwischen dem komplett ausgestatteten Auto und einer leeren Bude sind trotzdem nochmal ungefähr 100 Kilo. Aber das macht das Auto einfach aus. Das muss so bleiben, wie es immer war. Das heißt, ganz normal Teppich, Kofferraum, Alcantara, Matte, Rücksitzbank und. Bleibt alles, wird alles bestehen bleiben. Deswegen ist es jetzt auch schon wieder drin. Ja, Türen haben wir auch soweit drin. Muss nur noch der Scheibenrahmen rein. Hier seht ihr nochmal, wie wir auch in den Videos besprochen hatten, den Aufprallschutz. Der bleibt bei uns auch drin. Der wird einfach nur reingeschraubt. Finde ich, ist schon sehr wichtig. Sollte man auf gar keinen Fall rausmachen. Die Tür lassen wir natürlich komplett frei von jeglicher Dämmung. Und ja, das passt wie Arsch auf Eimer. Jetzt muss noch der Scheibenrahmen rein, dann haben wir das Projekt auch abgeschlossen. Sinn und Zweck von dem heutigen Video ist einfach nur, ich wollte euch nur mal kurz auf den aktuellen Stand bringen. Und wir werden alles einmal durchwiegen, was wir bisher an Gewicht gespart haben. Weil ich bin selber gespannt, was am Ende so zusammenkommt. Beziehungsweise ich kann es mir natürlich so ein bisschen im Kopf zusammenrechnen. Aber das ist auf jeden Fall schon beachtlich, das sollte man nicht unterschätzen. Weiteres kleines Highlight sind meine neuen Einstiegsleisten. Das Problem ist, original Einstiegsleisten entfallen bei Audi, gibt es nicht mehr zu kaufen, die eine Seite. Deswegen hat der KPK Turbo Elite aus Österreich diese Leisten jetzt in Echtcarbon nachgebaut. Sieht einfach Porno aus, wenn man bedenkt, dass das auch alles Carbon ist. Ist halt langsam mittlerweile alles Carbon. Ich hole mal die Originale dazu. Da seht ihr halt relativ schnell, dass eine Sache nämlich noch fehlt an den Leisten. Und das ist natürlich diese Applikation. Ist hier so ein gebürstetes Alu eloxiert. Das werden wir natürlich so nicht hinbekommen. Aber ich will auf jeden Fall dort einen schönen Aufkleber drauf machen, dass das Ganze wieder ähnlich dem Originalen aussieht. Ansonsten Leisten, Oberporno, ganz dünne Schicht Carbon. Hier muss jetzt halt passend noch der Aufkleber drauf, dass das Ganze wieder wirklich seriennah aussieht. Und dann geht das schon in die richtige Richtung. Jetzt haben wir hier gerade die andere Seite, so rum. Und fertig. Ich drück dir mal einmal in der Hand, René, du musst die unbedingt mal hochheben. Das ist ja nix. Ja, wiegt wirklich gar nichts. Das ist halt wirklich nur feinstes Carbon. So, und jetzt geht es nämlich auch schon los. Der interessante Teil heute, wir wiegen mal alles durch. Ich zeige euch erstmal ein paar Teile, die ich schon durchgewogen habe. Diese Verkleidung wiegt tatsächlich 2,5 Kilo. Sind natürlich eine Schicht Alcantara drauf und so weiter. Auf der rechten Seite die Abdeckung wiegt 2 Kilo. Hutablage wiegt auch nochmal 2 Kilo.
Das heißt, weil die ist nämlich auch komplett mit Alcantara beledert. Das heißt, da würde richtig was zusammenkommen. Aber das bleibt definitiv alles drin. Das ist halt einfach mein Auto. Was mich am allermeisten geflasht hat, was würdest du schätzen, René, wiegen die 4 Fußmatten? Denkt man immer so gar nicht drüber nach? Ich muss da erstmal eine hochnehmen. 5 Kilo. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Aber sie wiegen tatsächlich fast 2,5 Kilo. Krass. Wenn man sich überlegt, sie liegen einfach nur im Auto und man kann sie einfach rausnehmen, ne? Also nicht wundern, wenn im nächsten Race keine Fußmatten mehr drin liegen, dann wisst ihr warum. Aber bei 2,5 Kilo dachte ich wirklich so, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt zeige ich euch mal, was alles an Matten aus diesem Auto rauskommt. Das wird ja immer mehr. So, ihr erinnert euch, im letzten Video habe ich euch ja mit Trockeneis gezeigt, wie man die am schönsten rausmacht. Da kommen dann richtig so große Brocken. Das ist jetzt alles, was im Auto drin war. Vorne unter dem Armaturenbrett und dem Mitteltunnel habe ich komplett original gelassen. Da wäre auf jeden Fall noch was gegangen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es sowohl die Akustik im Auto kaputt macht, dass man zu viel vom Motor hört, als auch V6 Biturbo, jeder kennt es, kommt extrem Wärme raus. War mir einfach zu riskant, dass ich mir durch die paar Kilo so viel Negativeffekt reinhole, dass ich da lieber gesagt habe, obwohl ich alles raus hatte, die Matten lassen wir, alles was Spritzwand zum Motor hin ist und Mitteltunnel wegen der Downpipes und nur den ganzen Rest gemacht. So, jetzt gucken wir mal, was hier zusammenkommt. So, sage und schreibe 9 Kilo. Das ist natürlich noch nicht alles, weil natürlich geht immer was verloren. Ich habe einfach mal eine niegelnagelneue Tüte in den Staubsauger vorher gemacht und alles weitere, was ich aus dem Auto rausgesaugt habe, ist jetzt in dem Staubsauger drin. Den Karton, auch wenn er nicht viel wiegt, aber muss man ja auch wieder mit abziehen. Genau, theoretisch müsste man den Karton jetzt abziehen, aber das ist alles. So, weil die ganzen kleinen Teile, die sind nämlich hier noch drin. Elf Kilo. Ich denke, alles in allem, es ist natürlich was auf dem Boden gelandet, weggefegt, jeder kennt es. Gute 10, 11 Kilo, können wir auf jeden Fall sagen, hat die Nummer mit den Matten gebracht. Hat 0 Euro gekostet, bis auf ein bisschen Lack im Innenraum. Kann ich jedem empfehlen. Ich denke, die Teile, die wir weggenommen haben, werden am Ende die Akustik nicht zerstören. Also, alles richtig gemacht da. So, das sind die ersten 11 Kilo. Nun hatte ich euch eben gesagt, ich habe den kompletten Wasserwärmetauscher rausgeholt, den Gebläsekasten, weil in diesem Gebläsekasten ist von der Klimaanlage der Klimakühler. Nennt sich das den Klimakühler? Bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall, dieses Teil von der Klimaanlage ist in dem Gebläsekasten drin, da nach vorne in die Klimaanlage eh schon raus war, brauche ich das hier drin auch nicht mehr. Somit einmal komplett alles zerlegt. Weil auch hier wieder 1,55 Kilo gespart. Somit sind wir schon bei 11 Kilo, 12,5 Kilo. Jetzt zeige ich euch den krassesten Teil. Ich hatte ja in dem letzten Video schon gesagt, dass etliche Jugendsünden in diesem Auto noch drin sind. Das heißt, ich habe mich mal an die Kabelbaum gemacht und das sind tatsächlich alles alte Kabel, die ich nicht mehr brauche. So, zum Beispiel, das ist dieses TMC-Modul, was früher mal dem Navi gesagt hat, wo Stau ist. Ja, das funktioniert natürlich heute, 20 Jahre später, gar nicht mehr. Genauso K-Interface, falls einer noch ein altes Nokia-Handy an sein Auto anschließen will. Brauchen wir natürlich heutzutage auch nicht mehr. Und dann habe ich mir natürlich den Aufwand gemacht und habe die ganzen Kabelbäume passend dazu auch rausgeruppt. Da war ja noch das ganze alte DVB-T-Zeugs. Hier haufenweise Cinch-Kabel und. Das Coole bei Audi ist, alles was Zusatzausstattung ist, liegt im Auto einzeln drin. Das heißt, ich musste keine Kabel abschneiden, sondern konnte den gesamten Kabelbaum, so wie er ist, einfach aus dem Auto rausnehmen. Das hier ist zum Beispiel der Kabelbaum von diesem K-Interface-Modul.
Da konnte man halt hier früher in der Mittelkonsole sein Telefon anstöpseln. Braucht heute natürlich keinen Schwanz mehr. So, und zum Schluss waren natürlich auch noch die alten Schiebedachabläufe und so in dem Auto drin. Ohne Schiebedach brauche ich die natürlich auch alle nicht mehr. Ja, macht knappe 7 Kilo nur Kabel, die eigentlich alle gar nicht mehr im Gebrauch waren. Krass. So, das haben wir so. Jetzt kommt noch der letzte Teil. Ich konnte es natürlich wieder nicht sein lassen. Und habe wieder tonnenweise Schrauben gegen Titanschrauben ersetzt. Das sind jetzt die alten Schrauben, die sammle ich ja immer schön. Das sind rein wieder nur Schrauben aus dem Innenraum. Ich würde tippen, das sind schon wieder 50 bis 70 Stück. Sind noch nicht alle, da kommt noch richtig was dazu. Aber selbst hier haben wir 1,05 Kilo, das heißt ein halbes Kilo haben wir hier mit den Schrauben auch nochmal wieder gespart. Und es sieht geil aus. Wir blenden gleich mal ein paar Details ein. Ja, also lasst uns mal zusammenrechnen. Halbes Kilo, anderthalb Kilo sind 2 Kilo. Matten hatten wir Pi mal Daumen gesagt, 11 Kilo sind 13 Kilo. Hier hatten wir gerade knapp 7. Meine ich, ist immer so kompliziert, das sich zu merken. 6,8, ne? 7 sind 20 Kilo. Leisten minimal, lassen wir einfach mal weg. Plus, ihr erinnert euch, 4 Carbon-Türen, 7 Kilo pro Tür, sind also 28 Kilo. Somit sind wir zur Sekunde bei bereits 48 Kilo, die wir hier gespart haben. Finde ich krass, dafür, dass sich an der Optik rein gar nichts ändert. Ich bin wirklich mega happy, weil bald fährt das Auto wieder. Es hat sich definitiv gelohnt, weil das waren einfach alles ganz viele Kleinigkeiten, die ich schon immer machen wollte. Das aber nie gemacht habe, sind bestimmt auch gerade noch ein paar Sachen bei, die ich noch vergessen habe. Das heißt, ihr kriegt jetzt einfach noch ein paar Bilder, wie die Details jetzt aussehen, und dann könnt ihr euch demnächst in einem neuen Video freuen zum Thema Anzeigen. Ich habe mir nämlich für das Auto komplett was Neues überlegt. Paul hat mich so ein bisschen infiziert. Ich will auch unbedingt haufenweise Sachen messen. Da sage ich aber erstmal noch nichts zu. Das seht ihr im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.